Herzlich willkommen zu unseren aktuellen Kurzmeldungen für Wismar und Nordwestmecklenburg. Ein 86-jähriger Mann aus Grevesmühlen wurde telefonisch durch einen falschen Polizisten kontaktiert. Der Rentner übergab dieser fremden Person eine Geldsumme von 34.000 Euro. Der Rat der Polizei: Legen Sie sofort auf, übergeben Sie niemals Geld an fremde Personen. Informieren Sie umgehend die Polizei. Im Wismarer Stadtteil Wendorf kam es zu einem Diebstahl eines dunkelblauen VW T6 Transporter, der im Bereich des hinteren linken Rades einen hellblauen Schriftzug mit der Aufschrift Bulli aufweist. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich bei der Polizei in Wismar zu melden. Am 29. und 30. Oktober werden die Sandparkplätze in Wismar ausgebessert. Aufgrund dieser Instandsetzungsarbeiten sind folgende Parkplätze zu folgenden Zeiten nicht nutzbar. Am 29. Oktober von 6 bis 18 Uhr der Parkplatz am Weidendamm und der Parkplatz Altstadt-Westhafen. Am 30. Oktober von 6 bis 18 Uhr sind dann der Parkplatz Schiffbauerdamm sowie der Parkplatz Altstadt-Hafen gesperrt. Abgestellte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt. Im Philosophenweg in Wismar ist es am Samstag, den 19. Oktober gegen 23 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Ein 37-jähriger Mann mit polnischer Herkunft musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Circa 5 tatverdächtige männliche Personen sollen auf den Geschädigten eingeschlagen und eingetreten haben. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden. Der Landtagsabgeordnete Thilo Gundlach lädt am 29. Oktober von 16 bis 17.30 Uhr zur Bürgersprechstunde in Wismar ein. Die Sprechstunde findet im Bürgerbüro in Wendorf in der Rudolf-Breitscheid-Straße 28 statt. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Am 13. Dezember kommt Ella endlich mit ihrem Weihnachtskonzert Endlich Weihnachten in das Theater Wismar. Für dieses Konzertprogramm sucht die Sängerin und Entertainerin einen Chor aus Wismar, der mit ihr und ihrem Vater zusammen auftritt. Interessierte Chöre können sich unter der eingeblendeten E-Mail-Adresse melden. Vielen Dank fürs Einschalten. Das waren die Kurzmeldungen für Wismar und Nordwestmecklenburg.